wollte diesen Weg nicht gehen. Ich sehe, dass der eine oder andere weint. Vergießt keine Tränen, erinnert euch heute. Unsere gemeinsame Zeit in euren Herzen lebe ich weiter. Hinterließ diese Zeilen euch zum Geleit. Ich bin dankbar für alles, für jeden gemeinsamen Schritt. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören, so lauscht den Wind. Wollt ihr mich sehen, schaut in die Sterne. Wollt ihr mich hören, kommt an den Fluss. Ich liebe die Felder, die Berge und das Meer. Die Sonne, die durch die Nebelwand liegt und mit ihrem Schein die Seele wärmt. Alle Ängste und Zweifel bezwingt. Ich hab mein Leben gelebt, geliebt und gelitten, bekommen und verloren, genommen und gegeben, hab gelacht und geweint, mich versöhnt und gestritten. Ich bin am Ziel und es war schön, dieses Leben. Mir geht es gut, ich bin dankbar für alles. Für jeden gemeinsamen Schritt. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich sehen, wollt ihr mich sehen, wie bei Feuerschein, gedenkt meiner und dann seid bitte froh. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen. Wollt ihr mich hören, so lauscht den Wind. Wollt ihr mich sehen, schaut in die Sterne. Wollt ihr mich hören, kommt an. Ich ganz nah bei euch sein, schließt mich in euren Herzen ein und besucht mich hier an meinem Stein. Vielen lieben Dank. Wir haben einen weiteren Gast für euch. Und es ist etwas ganz Besonderes. Das Lied, was nun folgt, ist eine wahre Geschichte. Und zwar hat ein junger Mann zu Weihnachten versucht, seine auf Baltrum lebende Familie zu besuchen. So ein Weihnachtsbesuch. Und die zwei Bootsleute, die ihn rübergerudert haben, haben sich im dichten Nebel vertan und ihn fälschlicherweise auf einer Sandbank abgesetzt. Und es war Dezember, ihr könnt euch ungefähr die Wassertemperatur vorstellen. Der junge Mann hat das nicht überlebt, aber er hat, anstatt einfach nur zu verzweifeln, noch einen Brief geschrieben und diesen Brief in eine Zigarrenkiste gepackt und schwimmen lassen, bevor er für immer verschwand. Und dieser Brief wurde gefunden. Und wer mal auf Baltrum ist und ins Heimatmuseum geht, der kann sich diesen Brief anschauen. Die Rede ist von Tjaak Evers. Und weil das da oben entstand, die Geschichte und irgendwie auch das Lied, haben wir jetzt jemanden, der die Sprache beherrscht.
die da oben geschnackt wird. Von Fersengold, der Malte. Moin.